Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Neef. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Ach, das ist cool. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Schön. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Den haben wir. Ich habe jeden reisenden Händler überfallen, der hier vorbeikam. Sie haben es nie erwartet. Wir können uns doch nicht irgendwie rollen oder so. Oh, das gefällt mir so sehr. Der Filter ist so cool. Das ist so cool. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Ich glaube, so sehen die uns nicht. Weil wir ja an sich auch unsichtbar sind. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neef muss hier sein. Nur wo? Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ja. Jetzt. Sehr schön. So, hier für den richtigen Moment. Aha. Da vorne ist eine Treppe. Wo? Warum sieht der Typ Treppen und ich nicht? Ah, hier. Wasser ist jetzt nicht so toll. Der Tod. Warum bekomme ich keinen Tarnumhang? Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Ja. Es wird jetzt gefährlich hier. Oh, wir sammeln so weiter neue Gegner. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neef wohl steckt. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Hierhin? Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Warum hat er mich gesehen? Warum hat er uns gesehen? Wir sollten ja eigentlich am gleichen Punkt wieder starten. Das ist meine Chance. Ich komme, Neef. Braucht mir hier noch zu lange. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. So, weiter, 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 weiter. So. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Ah, der war das. Thank you.
Okay, warten wir, bis der wieder weg ist. Sehr gut. Aber warum macht sie das mit uns? Was ist denn los bei ihr? Da ist wieder der Tod. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Oh Gott. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Ah, nach oben. Na, das ist jetzt nicht gut. Ah, der kommt jetzt. Komm, wir sind hinter ihm, Nein, du bist ein Idiot. Das ist echt mies, weil der will sich halt auch nicht schneller bewegen. Warum? Warum willst du nicht deine Beine in die Hand nehmen? Talente können wir nicht. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Ja, aber wie muss er sich bewegen, damit wir hier sicher vorbeikommen? Das ist die Frage, die ich mir stelle, weil er ist genau dann rumgegangen, als wir natürlich vorbei wollten. Das ist meine Chance. Sehr gut. Nein, nein, nein! Dort geht es weiter. Ja, aber was ist dort? Den Umhang. Ich bin unsichtbar. Natürlich! Es gibt echt den Tarnumhang hier. So schaffen wir es natürlich, dass der Tod uns nicht sieht. Sprich, das ist wieder die Geschichte. Wir haben uns schon gefreut, wenn wir nicht nur die ganze Zeit schleichen müssten. Nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Wegen dem Tarnumhang. Sehr schön. Einer der drei Heiligtümer des Todes. Die wir da oben natürlich sehen. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Dass die Farben diesen. Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Der Elderstab. Das ist der Elderstab. Mysteriöser Zauberstab. Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Bombarda!
Okay, wir hatten den Tarnumhang. Jetzt haben wir ein paar nette Begegnungen. Im tödlichen Schatten. Sehr schön. Boah. Au. Dadurch haben wir den allein schon ausgenockt. Okay. Jetzt können wir uns unseren Gegner noch endlich mal stellen. Ich muss nicht schon die ganze Zeit weglaufen. Boah, der fliegt echt hoch. Ja, nein, nein, doch, den können wir gerne auf das behalten, aber ich glaube, den kommen wir nicht. Das würde mich sehr wundern. Bombarde! Noch mehr. Sehr gut. Ganzen tödliche Schatten hier. Boah, den hat's echt weggehauen. Zack. Ich hoffe, wir sollten selbst mal Descendo öfters benutzen. Vor allem, wenn's so läuft wie mit dem Elderstab. Das wäre echt lustig. Also fehlt nur noch der Stein der Auferstehung. Dann hatten wir mit jedem der Heiligtümer etwas. Was wäre es ein Zufall, wenn der Tod uns jetzt, naja, umbringt? Endlich mal ein Troll des Todes. Ich habe ihn schon vermisst. Ich glaube, Bombarder generell wird dem Troll mehr Schaden machen als alles andere. Au. Egal. Das erledigt's auch. Das zählt jetzt aber nicht für unseren Troll-Counter. Finde ich schon ein bisschen schade. Da will das Spiel, dass wir eine besondere Art von Trollen, beziehungsweise eine Art davon nicht finden. Boah, den haut's halt echt weg. Hi! Und weg kommst du erstmal hier so schnell nicht. Bombarda!
So. Havana! Defendo! Defendo! Muss man alles hier ausweichen, was man nur ausweichen kann? Stufe! Defendo! Havana! Descendo! Havana! Defendo! Na ja, knapp. Und zack. Komm. Das ist meine Mission. Der ist echt geflogen. Hi. Ist der Tod immer noch interessant? Okay, jetzt ist er weg. Wollte gerade sagen. Irgendwann musst du doch mal gehen. So, das war die Geschichte mit dem Elderstab. Komm. Der Stein der Auferstehung. Ich warte nur drauf. Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Ja, es ist der Stein der Auferstehung. Wo ist er? Da ist er. Es ist nicht nur ein schlichter Stein, Mann. Aber echt groß. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor ihm. Unfassbar, dass sie tot ist. Arme Neve, sie war noch so jung. Was? Na klar. Neve, warum? Ohne sie ist nichts, wie es war. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Dafür die Heiligtümer. Und deswegen den Stein des Sitzes. Ah. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Ich glaube, das ist die erste, die ist. Wir selbst so in Person sehen, auch wenn sie selbst nicht mehr lebt. Die Prüfung hat mir sehr gefallen. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Koboldsilber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus.
irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Ganz und gar nicht gut. Revelio. Okay. Gehen wir zurück zur Kartenkammer. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich fand es verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft und sie sich zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass Sie nach ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isadora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isadora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Sehr cool. Heldenhaft mit Heiligtum. So, wir warten dann mal, bis wir vielleicht hier nochmal eine kleine andere Aufgabe bekommen. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Okay.
Was auch immer Professor Weasley uns sagen möchte. Dass sie Ihnen seine Erfahrung mit dem Phönix mitgeteilt hat. Bitte sprechen Sie bei Gelegenheit mit ihm. Er hat durchaus einen interessanten Vorschlag für Sie. Dann gehen wir mal zu Deke. Das wäre ein guter Vorschlag.